Petra Wimmer war das von der SPÖ. Barrierefreiheit sei ihr wichtig. Lokale und Geschäfte seien nicht barrierefrei in ausreichendem Maße, obwohl dies seit 1. Jänner des Vorjahres verpflichtend sei. Am Wort Rosa Ecker, FPÖ. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, vor den Bildschirmen. Der nationale Aktionsplan Behinderung soll die Umsetzung der UNO-Konvention für Menschen mit Behinderung gewährleisten. Es gibt da 250 Maßnahmen, die die Lebensbereiche von Menschen mit Beeinträchtigungen abdecken, und sie sollen dazu beitragen, dass ihr Leben einfacher wird und sie es aktiver gestalten können. Die Evaluierung, Herr Minister, deckt allerdings noch viel Handlungsbedarf auf. Der NAP umfasst Unterkapitel für Frauen und Kinder mit Behinderung, und gerade diese beiden Bereiche sind noch nicht stark genug verankert. Und es ist zu hoffen, dass in der Evaluierung dies entsprechend berücksichtigt ist. Und wie heißt es in Österreich so schön? Ohne Geld kein Musi. Es gibt kein eigenes Sonderbudget für den Nationalen Aktionsplan Behinderung. Und Sie selbst haben noch einen Appell in der Ministerratssitzung vom 16. Dezember an Ihre Kollegen richten müssen, nämlich, dass Sie die benötigten Mittel aus Ihrem Ressort für die entsprechenden Maßnahmen des NAPs sicherstellen sollen. Und wollen wir hoffen, dass Ihr Appell dort auch gehört wurde und nicht verhallte. Besonders dringend ist, und wir haben es auch schon gehört, Menschen mit Behinderungen endlich ordentlich arbeits- und sozialrechtlich abzusichern und nicht mit einem Taschengeld abzuspeisen. Für Menschen mit Behinderungen ist diese Corona-Zeit sowieso noch viel schwieriger, als es sowieso schon ist. Die tägliche Sorge einer Infektion, eines schwereren Verlaufs aufgrund von Vorerkrankungen, Wohn- und Betreuungseinrichtungen konnten über längere Zeiträume nicht besucht werden. Personen, die nicht mobil sind, leiden unter Einsamkeit und können Teststraßen nicht ohne Hilfe erreichen. Neue Arbeitsplätze, Mangelware. Sogar Christine Steger, die Vorsitzende des Bundesmonitoringsausschusses, hat festgestellt, dass der Schattenbericht deutlich macht, dass Österreich seit der letzten Schattenprüfung in vielen Bereichen Stillstand und sogar Rückschritte, Verschlechterungen hat. Wir hoffen, dass das tatsächlich der Krisensituation geschuldet ist und mit voller Energie und Verbesserungen gearbeitet wird. Positiv hervorgehoben wird das Erwachsenenschutzgesetz, das die Sachwalterschaft abgelöst hat, und die persönliche Assistenz allerdings nur im Arbeitsbereich, nicht im Freizeitbereich, wo natürlich auch nachgebessert werden muss. Das heißt, es braucht, wie empfohlen, für den weiteren Verlauf des NAPs Indikatoren für die Messung der Fortschritte, bessere Einbindung der Betroffenen, weil die wissen es wirklich am besten, und stärkeren Fokus auf Frauen und Kinder mit Behinderungen. Das geforderte klare politische Commitment dafür ist ja vorhanden. Es braucht aber einen Motor. Es braucht das Engagement des Sozialministeriums, damit der NAP auch wirklich wirksam wird. Und darum, Herr Sozialminister, liegt der Ball bei Ihnen.